Wir betrachten hier jetzt eine etwas hässlichere Funktion, nämlich 4 Sinus x mal Cosinus x. Sie ist auch für mich zum Rechnen etwas blöde, aber wir müssen ja auch mit hässlichen Funktionen umgehen können. Wir beginnen mit den Ableitungen. Wir werden die Nullstellen berechnen, die Extrema, die Wendepunkte. Wir machen eine Skizze und wir machen uns über die Periode Gedanken. Und das alles interessiert uns nur im Bereich von 0 bis 2 Pi. Beginnen wir mit den Ableitungen. Es handelt sich hier um ein Produkt Sinus x mal Cosinus x. Deswegen brauchen wir die Produktregel. Schauen Sie mal nach auf der Mathe-Seite, da finden Sie weitere Infos. Die Produktregel sagt erst den ersten Term ableiten und dann den zweiten Term ableiten. Der zweite Term bleibt stehen. Plus, dann lassen wir den ersten Term stehen, mal Cosinus abgeleitet gibt minus Sinus von x, zusammengefasst 4 Cosinus x mal Cosinus x gibt 4 Cosinus von x Quadrat, Sinus mal minus Sinus gibt minus 4 Sinus x Quadrat. Die Ableitungen notieren wir uns mal kurz für später. Das ist also 4 Cosinus Quadrat von x minus 4 Sinus Quadrat von x. Und theoretisch könnten wir jetzt die Ableitung so stehen lassen und die nächste Ableitung berechnen. Für die Berechnung der Extrempunkte aber und auch für die nächsten Ableitungen ist diese Form nicht so geeignet. Deswegen schreiben wir die erste Ableitung noch um, verwenden dafür einen kleinen Trick. Sie erinnern sich vielleicht, es gilt Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1. Wir können also nach Cosinus auflösen und erhalten Cosinus Quadrat gleich 1 minus Sinus Quadrat. Und das gilt für jedes x. Wir können also statt diesem Cosinus x Quadrat auch aufschreiben, also statt Cosinus 1 minus Sinus Quadrat, also hier in der Klammer von x natürlich, minus den zweiten Term, den lassen wir unverändert stehen. Wenn wir die Klammer auflösen, haben wir 4 minus 4 Sinus Quadrat von x minus 4 Sinus Quadrat von x. Also für die Ableitung 4 minus 8 Sinus Quadrat von x. Und damit haben wir diese Ableitung umgeschrieben. Auch das notieren wir uns mal hier. Und diese Ableitung werden wir verwenden, um die zweite Ableitung zu berechnen. Also h2' von x, die bestimmen wir mit der Kettenregel. Dafür stellen wir uns vor, dass diese Schreibweise Sinus Quadrat von x nichts anderes bedeutet als 8 mal Sinus x, das Ganze hoch 2. Wenn wir also das ableiten, dann brauchen wir die Kettenregel. 4 abgeleitet fällt weg. Die minus 8 bleibt stehen, weil sie mit mal verbunden ist. Die Hochzahl, die 2, die kommt vor die Klammer. Das Innere der Klammer ändert sich nie. Die neue Hochzahl ist 1 kleiner, also 1, ja, die sparen wir uns hier. Und dann brauchen wir noch die innere Ableitung. Sinus abgeleitet gibt Cosinus x. Und anders aufgeschrieben, nochmal zahlenmäßig, also minus 8 mal minus 2 sind minus 16. Diese Klammer brauchen wir nicht mehr. Also Sinus x einfach noch. Und hier hinten noch Cosinus x. Das ist die zweite Ableitung. Auch die schreiben wir mal hier auf. Werden wir später noch brauchen. So, und nun brauchen wir noch die dritte Ableitung. Die zweite Ableitung ist von der Struktur her genau gleich wie die Ausgangsgleichung.
Um diesen Term abzuleiten, brauchen wir also nochmal die Produktregel. Das heißt, wir leiten zuerst minus 16 minus 16 Sinus x ab. Sinus abgeleitet gibt Cosinus und den zweiten Term, also Cosinus x, den lassen wir stehen. Dann lassen wir den ersten Term stehen, minus 16 Sinus x, und leiten den zweiten Term ab. Cosinus x abgeleitet, also minus Sinus x. Nun können wir zusammenfassen, minus 16 mal Cosinus Quadrat von x, minus 16 mal Minus gibt plus 16 Sinus x im Quadrat. Auch die dritte Ableitung schreiben wir uns einfach mal auf für später. Die ist also minus 16 Cosinus Quadrat von x plus 16 Sinus Quadrat von x. Dann hätten wir hiermit schon die Ableitungen erledigt und können zu den Nullstellen kommen. Um die Nullstellen der Funktion zu berechnen, müssen wir die Funktion natürlich 0 setzen. Also setzen wir h von x 0. Wir haben also 4 mal Sinus von x mal Cosinus x gleich 0. Wir haben ein Produkt und das ist 0, wenn entweder Sinus x 0 ist oder wenn Cosinus x 0 ist. Die 4 kann natürlich nicht 0 werden, deswegen lassen wir die mal weg. Also entweder Sinus x oder Cosinus x ist 0. Und nun können wir anhand einer einfachen Skizze von einer Sinusfunktion mal überlegen, für welche x-Werte wird denn die Funktion überhaupt 0? Die Sinusfunktion, die sieht ja so aus, sie beginnt im Ursprung, geht bei Pi durch die x-Achse und bei 2Pi nochmal durch die x-Achse, hoch geht sie bis 1 und runter bis minus 1. Die Nullstellen bei der Sinusfunktion sind also bei 0, bei Pi, bei 2Pi. Weitere x-Werte interessieren uns hier gar nicht, weil wir haben ja nur hier x-Werte zwischen 0 und 2pi definiert. Das heißt, die Sinusfunktion da hinten, dass die dann nochmal die x-Achse schneidet, das ist uns jetzt mal egal. Jetzt überlegen wir uns das gleiche für die Cosinusfunktion. Wie sieht die Cosinusfunktion aus? Die Cosinusfunktion beginnt bei der y-Achse bei 1, hat eine Periode von 2pi, schneidet also die x-Achse bei Pi halbe und bei 3Pi halbe. Das heißt, wir haben hier nochmal x-Werte bei Pi halbe und bei 3Pi halbe. Und damit haben wir die gesamten Nullstellen schon definiert. Das heißt, auch die schreiben wir mal auf hier oben. Also Nullstelle 1 bei 0-0 und die zweite Nullstelle bei Pi halbe. Ups, Entschuldigung, Strich 0. Eine weitere bei Pi. Eine Nullstelle bei 3 halbe Pi. Und eine letzte Nullstelle bei 2 Pi in unserem Beispiel. So viel zu den Nullstellen. Nun kommen wir zu den Extrempunkten. Um die Extrempunkte zu bekommen, müssen wir die erste Ableitung 0 setzen. Die erste Ableitung, wir nehmen hier mal diese hintere der beiden Formen, also die 4 minus 8 Sinus Quadrat von x, setzen wir 0. Wir lösen jetzt zuerst nach x auf. Das heißt, zuerst mal die 4 rüberbringen, dann durch minus 8 teilen und das ergibt Sinus von x Quadrat.
gleich 4 Achtel, also 1/2. Um das Quadrat wegzubringen, müssen wir die Wurzel ziehen. Sie denken bitte an das Plus und ans Minus. Und wir haben Sinus x von gleich 1/2 oder Sinus x in minus 1/2. Wurzel, Entschuldigung. Ja, wir müssen ja zweimal die Wurzel ziehen. Das Problem ist nun, wenn wir uns diese Sinusfunktion mal anschauen, beziehungsweise das Schaubild mal vor Augen führen, dann Wurzel 1/2 ist ungefähr 0,7. Es gibt keine guten x-Werte, die als y-Werte 1/2 liefern oder Wurzel 1/2 liefern. Das heißt, wir müssen hier leider den Taschenrechner mal zu Hilfe ziehen. Wurzel 1/2 ist ungefähr 0,7. Das wäre also hier ungefähr. Und wir sehen, es gibt zwei x-Werte, die diesen y-Wert liefern. Einmal hier ungefähr und einmal da hinten ungefähr. Wenn uns jetzt also der Taschenrechner hilft und das Ergebnis von Arcus Sinus von Wurzel 1/2 liefert, das ergibt 0,78. Das heißt also zur Erläuterung, Sie tippen jetzt in Ihren Taschenrechner Shift Sinus oder wie auch immer ein von Wurzel 1/2 und es sollte 0,78 rauskommen. Das heißt, wir haben hier den ersten x-Wert bei 0,78. Jetzt brauchen wir noch den zweiten. Aber der liefert der Taschenrechner nicht. Jetzt überlegen wir uns mal Folgendes. Wie kommen wir auf den zweiten x-Wert? Da dieses Stück hier 0,78 ist, muss dieses Stück hier ja auch 0,78 sein. Das heißt, den zweiten x-Wert kriegen wir raus, indem wir bei Pi anfangen und 0,78 abziehen. Das heißt, der zweite x-Wert ist Pi minus ja, diese 0,78 eben. Ja, und da kommen wir auf ungefähr 2,36. Das heißt, das ist der zweite x-Wert. Und jetzt haben wir ja hier noch die Möglichkeit, dass Sinus x minus Wurzel 1/2 ist. Minus Wurzel 1/2 ist also minus 0,78. Das ist ungefähr da unten so in der Grafik. Naja, das soll jetzt mal y gleich minus 0,7 sein. So. Und auch hier sehen wir, es gibt zwei x-Werte, die dafür in Frage kommen. Auch hier wieder. Dummerweise, auch hier müssen wir nochmal den Taschenrechner verwenden, je nachdem wie ihrer funktioniert. Shift Sinus zum Beispiel. Und das ergibt minus 0,78. Erstes Problem, minus 0,78 ist überhaupt außerhalb des Definitionsbereiches. Darf ja nicht kleiner als 0 sein. Wie kommen wir also von minus 0,78 in dieses Intervall rein? Naja, wenn wir die Sinusfunktion betrachten, die Sinusfunktion hat eine Periode von 2π. Wir können also problemlos hier beliebig oft 2π hinzuzählen oder abziehen. Zählen wir doch mal 2π hinzu und dann kommen wir auf den x-Wert von ungefähr 5,5. Das heißt, wir haben hier einen x-Wert von 5,5 in diesem Schaubild. Naja, so ungefähr, hier so. Das Problem ist jetzt wieder, wie kommen wir auf den zweiten x-Wert? Und auch hier gilt wieder, Hirn einsetzen. Wir können ja dieses Stückchen hier berechnen. Das ist nämlich 2π minus 5,5. Und wenn wir dieses Stückchen hier vorne ansetzen, hinzuzählen zu Pi, dann kommen wir auf den letzten x-Wert. Also der letzte x-Wert, wir fangen bei Pi an hier, zählen dieses Stückchen dazu. Und das Stückchen ist ja 2π minus 5,5. Und dann sollten Sie auf einen x-Wert von ungefähr 3,92 kommen.
Und damit haben wir schon vier x-Werte, also vier Extrempunkte definiert. Wir haben den ersten Extrempunkt bei 0,78. Wir wissen noch nicht, ob es ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist. Der y-Wert ist ja noch unbekannt. Wir haben einen Extrempunkt von 2,36 und unbekanntem y-Wert. Wir haben einen weiteren bei 5,5 und unbekanntem y-Wert. Und der letzte, der ist bei 3,92. Wir müssen also noch zwei Dinge tun. Erstens sind das Hoch- oder Tiefpunkte. Und zweitens müssen wir noch die y-Werte berechnen, um das rauszufinden. Also beginnen wir mit der Berechnung der y-Werte. Um die y-Werte zu berechnen, müssen wir alle x-Werte, die wir hier erhalten haben, in die zweite Ableitung einsetzen, wie immer. Also nehmen wir die zweite Ableitung. Ach, Entschuldigung, stimmt ja nicht. Ich habe mich vertan, Sie haben sicherlich schon gemerkt, wir müssen die y-Werte natürlich in die Ausgangsgleichung einziehen. Das war ein Test. Also, somit erhalten wir einen y-Wert von 2. Entschuldigen Sie. Jetzt, der nächste x-Wert, also die 2,36, wird eingesetzt und wir erhalten einen y-Wert von minus 2. Der nächste x-Wert wäre 5,5. So, und wenn wir den dritten hier einsetzen, dann ergibt der einen y-Wert von minus 2. Und der letzte x-Wert, 3,92, liefert einen y-Wert von 2. Und damit haben wir die y-Werte definiert. 2, minus 2, minus 2 und 2. Jetzt müssen wir nur noch wissen, ob es Hoch- oder Tiefpunkte sind. Dafür setzen wir sämtliche x-Werte, wie immer, in die zweite Ableitung ein. Wir nehmen also die 0,78 und setzen sie in die zweite Ableitung hier ein. Und das ergibt bei 0,78 einen Wert, der kleiner als 0 ist. Also wissen wir, das Ganze ist ein Hochpunkt, sodass wir hier mal einen Hochpunkt haben. Dann der nächste x-Wert, hier die 2,36, setzen diesen in die zweite Ableitung ein, erhalten einen positiven Wert und das folgt ein Tiefpunkt, folgt daraus. So, wenn wir das Spielchen weitermachen, dann gibt es hier noch einen Tiefpunkt und hier noch einen Hochpunkt. Und damit haben wir die Hoch- und Tiefpunkte. Ja, etwas mühselig, aber das bleibt uns jetzt nicht erspart. Als nächstes betrachten wir die Wendepunkte. Die Wendepunkte berechnen wir, indem wir die zweite Ableitung 0 setzen. Wenn wir also die zweite Ableitung hier minus 16 mal Sinus x mal Cosinus x 0 setzen, das hat eine ähnliche Struktur wiederum wie die Ausgangsgleichung, wie diese Funktion h von x. Also haben wir auch hier wieder ein Produkt, das 0 sein muss. Also müssen wir wieder entweder Sinus x 0 setzen oder wir müssen Cosinus x 0 setzen. Und wenn Sie nochmal zurückdenken bei den Nullstellen, dann sehen Sie, das ist genau das Gleiche, wo wir vorher schon bei der Berechnung der Nullstellen gesehen hatten, dass die x-Werte der Wendepunkte gleichzeitig auch die Wendepunkte der Nullstellen. So, das sind die hier oben. Genau, die y-Werte sind logischerweise auch gleich. Das heißt, die Wendepunkte sind genau die Nullstellen. Das heißt, diese Nullstellen sind tatsächlich auch alle Wendepunkte. Ja, und damit haben wir soweit alles berechnet, was wir brauchen, um die Skizze anzufertigen. Die machen wir jetzt mal. Wie immer eine sehr schöne Skizze.
in der Skizze brauchen wir die Werte von 0 bis 2π, also nehmen wir mal an, da ist Pi und da ist 2π, y, die y-Werte tauchen, ja, da tauchen so von minus 2 bis plus 2 auf. So, das markieren wir auch mit diesen Strichen. Und also haben wir eine Nullstelle bei 0-0, eine bei Pi halbe und 0, eine weitere bei Pi, 3 halbe Pi und bei 2π und einen Hochpunkt haben wir bei 0,78 und 2, da ungefähr, einen Tiefpunkt bei 2,36 und minus 2, einen weiteren Tiefpunkt bei 5,5 und minus 2 und einen Hochpunkt bei 3,9 und 2. Die Nullstellen sind gleichzeitig Wendepunkte und damit sieht die Funktion in etwa so aus. Ja, sehr schöne Funktion, wie ich finde. Und jetzt können wir auch vermuten, wie groß die Periode ist. Die Funktion scheint sich ab hier zu wiederholen. Das heißt, die Periode ist Pi. Wobei letzteres natürlich noch nicht bewiesen ist. Es ist nur eine Vermutung.